Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge von unserem Fishing King Masterclass. Ihr fragt euch jetzt, was sind die Masterclass? Das ist ein neues Format bei uns, das wir seit diesem Jahr eingeführt haben. Zusammen mit unseren University-Experten, mit den besten Experten und Profis im deutschsprachigen Raum zu den jeweiligen Themengebieten. Und heute dabei ist der liebe Michael Karlstadt. Hallo, moin, moin und guten Tag. Der Michael Karlstadt ist der Forellensee-Experte Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, weil er sich schon viele, viele Jahre, weit über 20 Jahre mit dem Thema beschäftigt, ausschließlich darauf spezialisiert ist, Bücher dazu geschrieben hat, Autor in verschiedenen Fachzeitschriften. Ja, und Angelsee aktuell, Angelwoche, Blinker. Und auch selber bekannt über die sozialen Medien wie YouTube, Facebook, auch eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut. Und das, worauf ich besonders stolz bin, ist, dass wir gemeinsam auch einen Online-Kurs, den University-Kurs, produziert haben. Ganz genau. Wo du all dein Wissen weitergegeben hast. Ja. Wie jetzt, wenn du mit jemandem zum Guiding gehst und den über mehrere Tage betreust, ist da all das Wissen drin. Und man kann das auch immer wieder sich angucken, lebenslang. Ja. Wen das interessiert, da packen wir mal unter dem Video einen Link hin. Da soll es jetzt in dem Video gar nicht drum gehen. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es einfach ein cooles Projekt von uns beiden ist. Und in diesem Video geht es darum, dass wir gemeinsam über das Thema sprechen, Forellenangeln im Frühjahr, sprich von März bis Mai. Wie funktioniert das? Wie ist man als Einsteiger und leicht Fortgeschrittener hier erfolgreich? Sozusagen die Basics. Genau. Was für Techniken, Montagen, was sind die besten Köder und vor allem der Führungsstil, also wie präsentiere ich den Köder? Das ist nämlich ganz wichtig. Ja. Und damit wollen wir jetzt auch gleich einsteigen. Nur ganz kurz, Micha, bevor wir jetzt loslegen, wo sind wir hier? Wir sind hier bei den Angelteichen Aalen in Aalen-Dollberg. Das liegt ein paar Kilometer von Dortmund entfernt, sozusagen nordöstlich von Dortmund. Ja. Und wir haben hier zwei große Teiche und mehrere kleinere. Und wir sind hier heute am Lachsforellenteich. Heute sind wir an dieser Anlage, die wir auch zu 90% der Fälle in Deutschland und in NRW vorfinden. Nämlich klassische, kleinere, künstlich angelegte Forellenseen. Ja, ganz genau. Ehemalige Zuchtanlagen sehr häufig. Ja. Aber jetzt natürlich Tageskartengewässer, das heißt, man bezahlt seine Tageskarte und die Fische, die man fängt, das sind die eigenen Fische. Ganz genau. Und das ist auch kein Kiloteich, was auch immer viele Leute denken, hier hältst du einen blanken Haken rein und fängst was. Nee, hier ist eine bestimmte Menge an Fisch schon drin gewesen und es wird immer auch ein bisschen nachgesetzt. Und jetzt kommt es darauf an, wer ist besser, er, du oder ich in dem Fall, und der fängt dann auch am meisten. Ja, und dafür braucht man eben das Wissen, was wir jetzt vermitteln möchten. Genau. Wer bietet den attraktivsten Köder an? Der fängt auch am meisten Fische. Und vor allem, wer präsentiert den Köder dann auch richtig? Das ist ja das Zweitwichtigste. Weil der beste Köder falsch präsentiert im falschen Tempo kann auch nicht funktionieren. Ja. Ne? Oder an der falschen Stelle. Ja. Ganz genau. Und daher wollen wir da jetzt auch drauf eingehen. Let's go! Den Michael jetzt ausquetsche zum Thema Montage, Köder etc., möchte ich wie immer anfangen mit ein wenig Hintergrundwissen zum Fisch, denn ihr wisst, wie immer, wer den Fisch kennt, der fängt. Und hier gibt es nicht viel zu sagen, nämlich erstmal nur kurz die Definition von Frühling. Definition von Frühling ist hier in Deutschland März bis Mai, wenn wir Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad haben. Bedeutet eine Wassertemperatur von aktuell 4 bis 10 Grad in etwa. Ja, würde ich sagen. Und hier muss man kurz dazu wissen, bei Forellen, Thema Temperatur, alles was zwischen 7 und 18 Grad ist, ist die perfekte Temperatur für Forellen. Da ist der Stoffwechsel am höchsten, das heißt, sie fressen am meisten. Und alles was unter 5 bis 6 Grad ist, also unter 4 Grad wird schon richtig kritisch, da fahren sie den Stoffwechsel komplett zurück. So, deutlich. Ja, fressen fast gar nichts mehr, nur noch das Notwendigste. Das heißt, da ist es wesentlich schwerer, vor allem aktiv zu fischen. Vor allen Dingen, ich würde sagen, je kälter es wird, werden die Fische immer mehr von den Jägern zu Sammlern. Und je wärmer es wird, umso mehr werden sie Jäger und sind weniger Sammler. Ganz genau. Und da wir jetzt ja das Glück haben, wir haben hier heute um die 5 bis 6 Grad, wahrscheinlich so 6 Grad Wassertemperatur. Am besten messt ihr das auch immer mal nach, weil dann von abhängig könnt ihr eure Technik auch wählen. Außentemperatur beträgt knapp 11 Grad heute. Und das nutzt man jetzt einfach mal ums Oberflächenwasser, beziehungsweise wir können es ein bisschen tiefer stecken, soweit es geht, und halten es hier jetzt einfach mal eine Weile drin. Es gibt auch Thermometerstäbe, die ein bisschen genauer sind. Die kann man entsprechend an einem Seil oder an einer Angelschnur auch einfach mal einen halben Meter oder Meter tiefer setzen. Dann sieht man auch, wie tief ist es denn eigentlich, sage ich mal, 50 cm unter der Wasseroberfläche, weil das ist wesentlich wichtiger sogar noch zu wissen. Aber selbst das hier kann uns einen guten Indikator geben. So, die Temperatur geht langsam runter. Wir halten noch ein wenig.
Also, der Micha hat 6 Grad getippt und exakt 6 Grad sind es auch. Man sieht es hier leider nicht ganz so gut. Er hat Fisch, er hat Fisch, er hat Fisch. Jetzt hast du deine eigenen Tipps auch mal beherzigt, ne? Ja. Sehr schön. Und das war jetzt gerade wieder so eine typische Sache, der 3-4 Mal die Rutenspitze ja, wirklich krumm gezogen und ich habe dann einfach weiter gekurbelt und da war der Fisch. Und dann klebt er, ne? Ja. Und man merkt wirklich, hättest du da wieder angeschlagen, wäre er weg gewesen, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. So, Rutenspitze hältst du schön vorbildlich runter, sehr gut. Und die Rute arbeitet vor allen Dingen wirklich super mit. Ja. Sieht man das, ne? Wie die Rute arbeitet und auch die Bremse hört man hier viel besser. Man sieht, sah eben gerade aus, auch dass der Spoon ganz vorne hängt. Ja. Das ist wieder eine haarscharfe Nummer hier. Noch ist der Fisch nicht im Kescher. So sieht's aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie warm es hinten ist gleich. Ja. Ich vermute, da sind 7. Ja, das kann gut sein. 1 Grad mehr oder so. Oh. Die haben gut Power hier. Ja, sind einfach tolle Fische. Ja. Ein bisschen Adrenalin ist schon dabei, oder? Jawoll! Da ist das Ding. Schöner Fisch, schöne Regenbogenforelle, Micha. Toll. Faust drauf. Deine Tipps sind wirklich sehr, sehr wertvoll, Micha. Ne? Vielen so Dank dafür. Geil. So machen wir's. Jetzt geht's los. Jetzt fangen sie langsam an zu fressen. Ja? Stoffwechsel fährt hoch. Und das ist eben auch wichtig, jetzt zu wissen. Und wir werden ja heute, können wir jetzt schon mal vorweg sagen, passiv und aktiv ausprobieren. Ganz genau. Also ich gehe eigentlich immer mit 2 verschiedenen Taktiken vor. Einmal das, was ich hier gerade in der Hand habe, auftreibende Montage, wirklich einfach reinwerfen und darauf warten auf die Selbstmörder, die da kommen. Mhm. Und die zweite Route fische ich dann aktiv und schleppe, aber ganz, 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 ganz langsam. Genau, du sagst es schon. Und ich werde gleich auch rausfinden für euch, mit was für Ködern und Montagen er da schleppt. Weil da ja, kann man ganz große Fehler jetzt im Frühjahr machen, ja, die dafür sorgen, dass du gar nichts fängst. Genau. Im schlimmsten Fall. Ja, ja, ja. So. Und wenn das nicht klappt mit dem Schleppen, dann baue ich die Montage um und nehmen wir beide Routen passiv. Genau. Und wenn sehr häufig ist aber so, wenn das Wasser ein bisschen wärmer geworden ist, das ist dann häufig so März, April der Fall, mhm, dann gehen die Fische wesentlich besser eben auf die aktiven Köder. Genau, aber da kommen wir gleich nochmal genau drauf zu sprechen. Wichtig ist hier nur noch, dass wenn wir eine Wassertemperatur über 20 bzw. 25 Grad haben, haben wir genau den gleichen Effekt wie ja, unter 4 Grad. Dann hören ja, sie auch mit dem Fressen auf, ja, weil dann ist es einfach zu viel. So, und das müssen wir kurz als Basics wissen. Jetzt ganz kurz noch. Die Regenbogenforellen, auf die wir hier angeln, sind per Definition Salmoniden, sind entsprechend Regenbogenforellen sind Räuber, Raubfische. Das heißt, die ticken natürlich auch wie andere Raubfische. Das heißt, die gehen dorthin, wo die meiste Nahrung ist. Weil die Stellenwahl ist ja immer das Erste, worauf wir eingehen wollen jetzt. Ja, ja. Und dementsprechend gehen sie dahin, wo es ein bisschen wärmer ist im Verhältnis und wo entsprechend dadurch auch mehr Nahrung ist. Das heißt, die folgen natürlich der Nahrung. Also drei Sachen sage ich immer, Temperatur, Sauerstoffgehalt und Nahrung. Ja. Legen wir los mit dem wichtigsten Thema der Stellenwahl. Denn 80% der Fische halten sich an 20% der Wasserfläche auf, so auch am Forellensee. Ja. Warum sind wir deswegen jetzt genau an dieser Stelle? Lass uns das kurz erklären. Das Wasser erwärmt sich langsam an der Oberfläche und wird vom Wind praktisch hier rüber getrieben. Ja. Ja, auf diesem Ufer steht der Wind. Mhm. Das heißt, die oberste Wasserschicht erwärmt sich ganz, ganz, ganz bisschen, weil es war jetzt wirklich sehr kalt und jetzt wird die oberste Schicht ein ganz bisschen wärmer und wird vom Wind praktisch auf dieses Ufer rübergetrieben. Genau. Im Sommer wäre das tödlich, weil also dann wäre es zu warm. Mhm. Aber jetzt im Augenblick wird es eben dann vielleicht ein halbes Grad oder ein Grad wärmer, mhm, als im übrigen Seeteil. Genau. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, dadurch, dass wir den Wind hier drauf haben, haben wir mehr Sauerstoff drin. Es wird einfach durch den Wellenschlag mehr Sauerstoff ja, hier eingetragen. Man sieht es. Und das dritte ist, Nahrung kommt hierher.
Hier ist alles voll, ne? Ja, hier genau. Ist alles voll mit kleinen Fischen, mit Insekten, andere Nahrung. Ja, ich würde generell gucken, das ist ein Anhaltspunkt, dass wir uns jetzt hier herstellen. Aber man muss es wirklich beobachten. Sobald es etwas wärmer wird, im Augenblick sind die Fische ganz tief, ganz knapp über Grund, also 25, 30 cm über Grund. Und sobald es ein bisschen wärmer wird, gehen sie häufig ein bisschen höher, kommen ins Mittelwasser, kommen teilweise bis zur Oberfläche. Ja. Und dann muss man wirklich beobachten, wo springen die Fische. Ja. Lass uns noch kurz über das Thema natürliche Nahrung sprechen. Weil wieder, wer den Fisch kennt, der fängt. Ja. Wovon ernähren sich Regenbogenforellen natürlicherweise? Auch hier, wir haben schon ein paar Sachen gesagt. Insekten, Larven. Brut, also von anderen Fischen. Das heißt kleine Fische wie Elritzen, Mühlkoppen, Lauben, was auch immer hier drin ist. Aber Weißfische vor allem. Weißfische, ja, ganz genau. Rotaugen, Rotfedern. Ja. Und was fressen sie noch? Gerade auch im Frühjahr, ein super Tipp. Kleine Frösche, Kaulquappen, wird auch gerne genommen. Ja. Das ist vielleicht nachher wieder wichtig bei der Farbe, bei der Auswahl der Farbe vom Teig. Ja. Dass man zum Beispiel mal schwarz, weiß nimmt, sowas zu imitieren. Oder mal grün, um Frösche zu imitieren. Ja. Darauf ticken die dann. Ja. Das heißt, das muss man einfach noch wissen. Auch Forellen, Regenbogenforellen, haben die natürlichen Instinkte einer natürlichen Forelle noch mit drinnen. Schwarz ist sowieso von daher immer gut, weil die sind ja auch mit Pellets gefüttert worden. Das kommt noch dazu. Und Pellets sind einfach dunkel. Ja, weil am Forellensee, ganz genau, haben wir die natürliche Nahrung, sind hier eben einfach Pellets. Ja, ganz genau. Bei diesen kleinen Gewässern haben wir es sehr häufig so, dass die Fische relativ stark noch in diesem Zuchtmodus sind. Bei den großen Seen, wie Walsibad La, wo wir neulich gedreht haben, bleiben die Fische wesentlich länger drin. Das ist ein 4 Hektar großer See, 13 Meter tief. Die Fische verteilen sich und stellen sich mit der Zeit immer mehr auf natürliche Nahrung um. Ja. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, das ist ja auch manchmal so ein Tipp, dass die Fische vielleicht jetzt gerade im Frühjahr morgens mal in den tieferen Stellen stehen. Das heißt auf der anderen Seite. Ja. Und wenn es wärmer wird? Wenn es wärmer wird, wenn sich das Oberflächenwasser wirklich erwärmt, wie jetzt gerade, die Sonne kommt raus, dann ziehen sie mittags, nachmittags, in der Abendstunde sind sie dann hier in der Ecke. Ja. Und diese Flexibilität muss man dann auch haben, entweder weit werfen zu können, mit schweren Spiros, oder auch mal die Stelle zu wechseln. Ja. Genau, weil 1 bis 2 Grad entscheiden hier, wo die Fische stehen. Ganz genau. Micha, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt kommt dein Expertenpart. Ja. Und ich stelle die Fragen aus Perspektive von der Franzi. Franzi ist meine kleine Schwester. Ja. Franzi hat seit einem Jahr ihren Fischereischein und sie muss das Ganze verstehen können. Das heißt, Franzi weiß jetzt, wo sie sich hinstellt, an welche Stelle. Ja. Was für Routen muss Franzi haben? 2 Stück. Wir haben schon gesagt, aktiv und passiv. Aber wie sieht jetzt die passive Route aus? Erklär mir kurz Route, Rolle, Schnur und dann die einzelne Montage und Köder. Ich benutze Route zwischen 2,40 Meter und 2,70 Meter oder maximal 3 Meter. Mhm. Letztendlich heißt dieser Routentyp Winkelpicker. Das heißt, wir haben eine ganz weiche Spitze. Eine Federspitze kann auch eine leichte Fiederroute sein. Ja, letztendlich eine Fiederroute mit einem Wurfgewicht 20, 25 Gramm. Wunderbar. Und die richtigen Fiederrouten haben eigentlich 80 Gramm oder mehr. Ja. Und Winkelpicker ist der Vorteil, die haben dieses leichte Wurfgewicht. Genau. Das ist auch eine super leichte Route, 140 Gramm, wiegt die nur, also wirklich was Leichtes. Klasse. Von der Rolle her? Normale Stationärrolle. Also 20er oder 2000er Größe, 3000er Größe, sowas in der Richtung. Das ist egal. Es ist relativ egal. Genau. Ich benutze eine Monofilschnur 018, für Anfänger vielleicht auch 020. Ich finde 018er persönlich sogar noch besser. Mhm. Und ich benutze als Montage meinen Bodentaster. Das ist so ein Bodentaster, Driver nennt sich das Ding. Die gibt es in 8 Gramm, in 10 Gramm. Das reicht für solche Teiche aus. Für die klassischen, so in der Größe kleine, Forellensee. Genau. Freigleitend auf die Hauptschnur geht das Ding, damit der Fisch abziehen kann. Darunter mache ich eine Perle. Eine Gummiperle, richtig. Und dann nochmal einen Stopper. Ein Gummistopper, ja. Ja, damit, weil dieser Stopper würde hier drin stecken bleiben. Ja, genau. Deswegen mache ich da eine Gummiperle und einen Stopper hin. Klasse. Und ans Ende der Hauptschnur mache ich einfach, ich ziehe das mal ein bisschen hoch, mache ich einfach eine Schlaufe. Eine Schlaufe in Schlaufenverbindung. Erstmal nur da eine Schlaufe. Genau. Und jetzt habe ich ein Vorfach, das kann ich in unterschiedlichen Längen nehmen. Meistens benutze ich für solche Teiche, wenn die Fische ganz tief stehen, ein Vorfach so zwischen 80 cm und 1,20 m. Das kommt nicht so genau drauf an. Ja. Da habe ich ja generell eine Schlaufe drin. Genau. Und jetzt mache ich einfach Schlaufe in Schlaufe verbinden. Genau. Wie der Knoten funktioniert, gibt einfach Schlaufe in Schlaufe Knoten ein. Fishing King, findet ihr genau die Anleitung zu.
Genau. Müssen wir hier nicht erklären. Genau. Deswegen ist es auch egal, wie lang das Vorfach ist. Idealerweise 80 bis 120. Ne? Oder auch 1,50 Meter, ist egal. Mhm. Weil unsere Höhe über Grund bestimmen wir jetzt mit einem Bleischrot. Mhm. Ich mache hier also auch praktisch einen Köder dran, der nach oben schwimmt. Ich kann zum Beispiel Marshmallows nehmen. Genau, das machen wir gleich, Kapitel Köder, ne? Genau. Individuell. Auf jeden Fall ein Köder, der nach oben geht. Ja. Und ich bestimme jetzt mit einem Bleischrot, das bleibt praktisch auf dem Grund liegen. Ja, wenn das jetzt meine Handfläche der Grund ist. Genau, dann ist das praktisch die Höhe über Grund. Ja. Das wären jetzt in dem Fall gute 40 bis 50 Zentimeter. Ganz genau. Und mit dieser Montage kann ich jetzt praktisch 5 cm über Grund fischen oder auch 2 Meter über Grund. Ja, zeig mal, wie sieht es denn aus bei 5 cm? Ziehst du das dann einfach runter? Genau, ich kann das. Das Wichtige ist, dass es ein Bleischrot ist, was wirklich weich ist. Genau. Und nicht eins vom Discounter. Ja, das ist ganz wichtig, sonst macht ihr euch die Vorfächer kaputt. Und wenn das Vorfach nur leicht beschädigt ist, bei so einem 0,18er oder 0,16er, dann knallt es euch im Drill durch und ihr verliert euren wunderschönen Traumfisch. Und jetzt wäre das zum Beispiel 5 cm über Grund. Mhm. Das ist manchmal richtig. Manchmal ist aber auch 20 cm, 30 oder 50 cm über Grund richtig. Das heißt, du fängst jetzt bei besonders kalten Tagen an, jetzt wie heute zum Beispiel, wo es früh noch sehr kalt war, bedeckt war. Haben wir 20, 25 cm sind wir angefangen. Fängst du einfach mal bei so 15, 20 cm an, ne? Als Richtwert. So ungefähr, ja. Wenn es dann nach einer halben Stunde nichts geht, holst du mal raus und machst mal was höher. Genau. Und so gehst du Stück für Stück, testest du, wo die Fische heute stehen, in welcher Wassersäulentiefe, richtig? Und letztendlich kann ich mit dieser Montage, wenn ich ein langes Vorfach benutze, sogar knapp unter der Oberfläche fischen. Ja. Im Sommer zum Beispiel. Da muss man sogar dazu sagen, hier unser Nachbar, ich habe mal kurz gefragt, er hat heute Morgen seinen Fisch nämlich auf 1,20 Meter Auftrieb gefangen. Also sagen wir mal, ne, wenn es hier jetzt 2 Meter tief ist an seiner Stelle, im Mittelwasser, ne? Ja. Auch das passiert. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und sehr häufig ist es eben so, dass die Fische ihre Standhöhe nicht wechseln, dass sie das genau in der richtigen Tiefe haben wollen. Manchmal, gerade wenn wir so eine Umwälzung haben vom Wasser, ist es egal. Jetzt nehmen wir Kontakt auf. So, Bremse ist viel zu weich und ich habe ihn verkloppt. Micha, das gibt's doch nicht. Nee, hängt noch. Glück gehabt. Also, diesen Anhieb darf man wirklich nicht zeigen. Tom ist da drin. Wunderbar. Ach, herrlich. Und mal wieder die Bodentastermontage, der vierte Fisch. Nichts geht, aber Bodentaster. Wenn die Franzi oder der Eugen jetzt in den Angelladen fährt, was für Köder müssen sie einpacken? Gerade für das passive Angeln. Zwei verschiedene Sachen. Einmal Paste. Ja. Ich bin ein großer Freund von meinem Kadaverteig. Alternative hier habe ich zum Beispiel vom Powerbait Natural Sand Salmon Egg. Das ist also zum Beispiel auch noch eine Alternative. Ja. Das normale Powerbait nehme ich dafür nicht, sondern ich nehme dann diese natürlichen Sachen. Genau. Also zum Beispiel Muschel oder eben Salmon Egg oder Knoblauch so. Knoblauch funktioniert auch gut. Knoblauch, genau. Aber Salmon Egg ist deswegen ja auch gut, weil wir eben schon gesagt haben, abhängig von den Temperaturen, zwischen 6 und 8 Grad ist die klassische Laichzeit der Forellen. Das ist orange. Ist natürlich näher am Original dran. Ja, das, was der Hubertus hier auf der Hand hat, das ist ja der Laich von einer großen Lachsforelle. Und man sieht es ganz, ganz, ganz häufig, dass eine große Lachsforelle schwimmt und verliert langsam aber sicher einzelne Eier. Und die normalen, kleineren Forellen gehen hinterher und saugen wirklich jedes einzelne Ei auf. Und wir machen jetzt also einmal kleine... Genau, wir nehmen jetzt mal deinen Orangen, auch auftreibenden Kadaverteig in dem Fall. Von diesem Teig einfach... Ein kleines Stückchen an den Haken. An unteren Schenkel, wichtig. Ich mache das einfach dran. Jetzt brauche ich eine Bienenmade. Ja, sehr gut. Da sind jetzt, Bienenmade. Eine Bienenmade, die hänge ich einfach nur... alles gut. Die hänge ich einfach nur am Hinterteil ein. Kurz Hinterteil, Vorderteil ist klar. Hier ist das Vorderteil, ist leicht zu erkennen. Ne? Ja. Und knete jetzt quasi mein Stückchen Teig da drumherum. Und das ist ja auftreibender Teig und deswegen schwimmt das jetzt praktisch auf. Zeig mal her. Nochmal, hier ist jetzt Blei. Und wie sieht es dann aus? Wie treibt es auf? Das muss ich mal kurz zeigen. So sieht das dann praktisch aus. Genau. Also und hier, das Schöne ist, im Idealfall bewegt sich die Bienenmade noch unter Wasserströmung minimal, ne? Ja. Verführerisch. Das sieht ein bisschen nach Rogen aus. Und ich habe gesehen, du verdeckst den ganzen Haken auch wirklich mit Teig, damit die auch kein
Metall spürt. Nee, das ist egal, sondern das ist eigentlich hauptsächlich deswegen, damit es dann besser hält. Genau, damit es besser hält. Und vielleicht noch ein Tipp ist hier, dass auch, ich habe das bei manchen Leuten gesehen, die das dann hier als Beispiel so machen wundern sich, warum das nicht lange hält. Genau. Dass man das auch konisch zur Schnur macht, oder? Ja, genau. Ein bisschen um die Schnur wickeln sozusagen. Nicht so zu viel, aber einfach nur ein bisschen. Ja. Das ist auch dein Favorit, das oder? Das ist mal so oder mal so. Also das kann man nicht sagen. Aber ich sag mal 80-20 wieder, in 80% der Fälle bringt das, ist das so der Erfolgsköder. Bienenmade und aufreibender Teig. Ich benutze eher in 80% der Fälle Marshmallow mit Bienenmade. Cool, das zeigen wir dann jetzt, wie das geht. Ja. Aber bringen wir erstmal raus. Okay, wieder die gleiche Montage, diesmal dein liebster Köder sogar, die Kombi. Mein liebster Köder, genau. Was ich sehr gerne mache, ich brauche ja irgendwas, damit mein Köder nach oben geht. Früher habe ich sehr häufig eine Pilotkugel genommen und dann einfach wieder Pilotkugel, aber das ist Styropor und die Fische fressen Styropor einfach nicht so gerne. Ist auch nicht so nachhaltig. Ich esse ja auch lieber Schnitzel und nicht Styropor. Ganz genau. So. Hier habe ich jetzt Marshmallows. Einfach ganz normal, die nennen sich Charmello Minis von Haribo. Und original von Haribo? Das ist original Haribo. Da musst du bitte reinpiepen, weil wir machen hier keine Produktplatzierung für Haribo. Genau. Krass. Und ich nehme halt immer solche Döschen und mache dann, ich habe hier jetzt mal Lachsöl drauf gemacht. Was ich viel lieber mache, ist eigentlich noch Kadaveröl drauf. Ich finde, das riecht noch besser, aber ich habe im Augenblick, habe ich irgendwie vergessen. Das heißt, Franzi soll sich im Angelladen entweder Lachsöl oder Knoblauchextrakt oder Anis oder Kadaveröl im Angelladen kaufen persönlich und die vorher einen Tag einlegen. Das einfach, ich würde mal sagen, auf so eine Menge etwa 15 Tropfen. Ja, es riecht eine Mischung aus Haribo und Lachs. Genau. Und jetzt nehmen wir nämlich einfach einen, lege ich mal runter. Ein von diesen kleinen Charmello Minis. Ja. Es reicht eigentlich auch, also ich mache mal hier wirklich einen halben nur. Ich reiß den einfach mal durch. Ah ja. Ein halber reicht in der Regel aus. Bei Lachsforellen kann man auch ruhig einen ganzen nehmen. Wenn man jetzt auch zwei Bienenmaden hat, braucht man einen ganzen Marshmallow, weil der Auftriebskörper muss höher sein, damit er die hochkriegt. Ne? Genau. Oder wenn wir einen Regenwurm da jetzt dran machen. Genau. Ja. Und die Fische fressen das eindeutig lieber als Styropor. Ja, würde ich auch lieber essen und ist, wie gesagt, weitgerechter. Ja. Daher würde ich jetzt auch ganz gerne mal sehen, wie du hier davon eins isst, um einfach mal auch den Zuschauern Das mit dem Lachsöl esse ich nicht. Ach komm, Micha, schreib bitte mal in die Kommentare, ob der Micha das jetzt essen soll. Wenn er das nicht macht, schreibt er, dass es ein Angsthase ist. Ganz, ganz ekelhaft. Ich habe mal aus Versehen an so ein Ding mit Knoblauch gegessen. Das war wirklich, aber ist es denn gesundheitsschädlich? Nein, natürlich nicht, aber es ist eklig. Vertraue ich dem Micha. Aber es ist eklig. Ist gar nicht so eklig. Dann habe ich nicht genug Öl dran gemacht. Ist nicht genug Öl dran. Ja. Müssen wir noch ein bisschen nachölen. Ich finde es lecker. Super. So, ihr habt gesehen, der Micha hat gerade seine Route rausgeworfen. Du hast die jetzt in die Mitte reingeworfen. Ja. Das hat folgenden Hintergrund, nämlich? Es ist da relativ tief und ich fische ja praktisch mit zwei verschiedenen Taktiken. Einmal sowas hier tief. Einfach mal, um zu gucken, ob vielleicht in diesen ganz tiefen Kuhlen ein paar Fische sind. Und mit der Schlepproute schleppe ich praktisch hier vorne den Bereich ab, wo ich einfach meine, dass die Fische vielleicht sein könnten, weil hier ja eben mehr Sauerstoff ist und mehr Wärme, mehr Wärme und so weiter. Vor allem jetzt zur Mittagszeit. Aber das haben wir vielleicht eben noch nicht gesagt. Manchmal ist es so, dass man morgens dann eher in dem tieferen Bereich besser fängt, auf der gegenüberliegenden Seite, also windabgewandte Seite. Ja. Und dann zum Mittag hin, jetzt, wo es wärmer wird, ziehen sie dann auch hier hin. Genau, wir probieren einfach rum und können dann hinterher eben sehen, okay, wenn wir nur Bisse bekommen hier vorne in dem Bereich, lege ich die Route natürlich hierher. Und wenn ich dann nur Bisse bekomme beim Schleppen weit draußen, dann... Probieren geht aber studieren, ne? So sieht's aus. Da kann man sich noch so viele YouTube-Videos angucken. Genau. Man muss auch mal selber was ausprobieren. Schaut mal her, Leute. Hier haben wir ein Spirulino dran, gar kein Bodentaster. Aber das ist ein sinkender Spirulino, das heißt, der sinkt genauso zum Grund ab. Wir haben ein langes Vorfach. Und dann haben wir hier, ich schläge das mal kurz hier ab, einfach aufs lange Vorfach, ebenfalls ein Bleischot geklemmt. Ca. 1 Gramm schwer. Und dann haben wir entsprechend auch unseren Auftrieb. Und hier okay, ich lasse mich zu leicht ablegen. Hier machen wir jetzt entsprechend auch wieder
Marshmallow und Bienenmade oder eben halt Powerbait oder Schwimmteig und Bienenmade. Also dass der Haken komplett bedeckt ist. Hier sieht man, die Schnur läuft hier schön in den Teig über. Bienenmade steht perfekt ab, Haken ist bedeckt. Perfekt, und raus damit. Das Ganze werfen wir jetzt wieder schön auf die andere Uferseite, wo wir gerade auch den Biss hatten. An gespannter Schnur lassen wir das Ganze absinken. Ziehe sogar ein bisschen ran, damit sich das Vorfach auch schön am Boden ablegt und streckt. Wir setzen die Technik jetzt einfach um, gucken einfach mal, ob es aktiv was geht. Ja. Das ist alles gesagt. Jetzt heißt es nur fischen, oder Micha? Ja, so sieht's aus. Wir haben gerade beide parallel wieder Biss bekommen. Beide wieder auf unsere auftreibende Montage mit Bodentaster. Hier, die war jetzt an der anderen Seite, am anderen Ufer. Und wir haben heute das Glück, dass wir fast immer Doppelruns haben, das heißt Parallelbisse. Das heißt immer nur kurze Zeitfenster, wo sie anscheinend aktiv auf Nahrungssuche sind. Und diese Zeitfenster sind bei kalten Temperaturen relativ kurz immer. Und dann knallt sie wahrscheinlich deswegen auch immer gleich doppelt in der Rute. Ja. Vielen Dank, Micha, den versorgen wir jetzt erstmal direkt schön. Schaut mal hier. Schöne kleine Lachsforelle. Michael, vielen Dank für das super geile Expertenvideo für die Fishing King Masterclass hier, unser erstes neues oder die erste neue Folge im neuen Jahr. Und ich würde sagen, ihr wisst jetzt, wie es geht. Wir haben es gezeigt, dass es auch funktioniert. Ja. Wir haben ja relativ spät angefangen, also nicht morgens früh um 7, sondern wir haben um 9:30 oder sowas angefangen. Sogar noch später, ja. 10 Uhr, 10:30 ja. sogar, ne? Genau. Und trotzdem haben wir 7 schöne Lachsforellen gefangen. Genau. Und davon haben 6 auf. Ja, die Bodentastermontage mit Auftrieb gebissen und 3 Bisse hatten wir auf die Pose, davon haben 2 wieder ausgespuckt, weil haben wir schon gemerkt, der war zu aktiv, zu vorsichtig und eine konnte man jetzt entsprechend die hier, der letzte Fisch, auf die Pose noch kriegen. Ja. Daher, man sieht wirklich, wenn es noch kälter ist, ruhiger. Und jetzt wollen wir mit dem Spoonangeln anfangen, weil das ist ja auch im Frühjahr grundsätzlich eine Top-Technik, genau, vor allem wenn es jetzt wärmer wird. Genau, gerade wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, die Fische werden aktiver und dann sind eigentlich diese aktiven Methoden wie Schleppen, wie auch Spoonangeln und so weiter, dann eben noch interessanter als die auftreibende Montage. Ganz genau. Und daher möchte ich an der Stelle auch noch sagen, wer trotzdem mehr über das Forellenangeln wissen und lernen möchte, kann A, natürlich dem Micha folgen auf seinen Kanälen oder B, was noch effektiver ist, seinen Kurs sich anschauen. Ganz genau. Unter dem Video packt man einen Link dazu, zu Michas University Forellenkurs. Gibt es einige Videos gratis zum Reinschnuppern. Viel Spaß damit. An der Stelle verabschieden wir uns. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Macht's gut. Euer Michael und euer Hubertus von Fishing King. Ciao. Bis dann. Ciao.